Produktfilm stelle ich Ihnen das Platypod Max vor. Das ist ein großes, ja, wenn man so möchte, ein kleines, ein Bodenstativ. Ich werde natürlich noch gleich im Detail ein bisschen mehr darauf eingehen. Und wenn man sich mal kurz mit der anderen Kamera sich anschaut hier, dieses Stativ besteht aus einer festen Grundplatte. Dann haben wir hier diese vier Füße, die natürlich auch dann, wenn man es nicht gebrauchen kann, einfach hier vorne verstaut werden. Und dieses Stativ ist auf jedem Untergrund gewachsen. Das heißt, ich kann hier also über diese Schrauben jede Unebenheit ausgleichen. Und das macht dieses Bodenstativ natürlich halt eben auch gerade dafür sehr gut, dass man es immer mit dabei hat und gerade auch draußen im Gelände dann einfach so einsetzen kann. Dieses Stativ hat verschiedene Gewindebohrungen. Die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Eine 1/4 Zoll Außenbohrung, die wir haben. Da habe ich jetzt den Kugelkopf drauf gemacht. Die Kamera wird auf diesem Platypod nicht direkt auf der Grundplatte festgemacht. Das kann man zwar auch machen, aber das macht man eigentlich nicht. Mit dem Kugelkopf, den man oben drauf hat, hat man natürlich dann noch die ganzen Verstellmöglichkeiten, die so ein Kugelkopf halt auch mitbringt. Moment, das sollte eigentlich jetzt nicht passieren. Lassen wir jetzt trotzdem drin, so richtig festmachen. Und hier können wir dann einfach hier dann den Kugelkopf ganz normal auch dann einstellen und dann unsere Sachen machen. Das Erste, was direkt auffällt, ist, dass das ein Stativ ist, was man zum Beispiel auch im Makrobereich einsetzen kann. Man kommt halt eben sehr nah ran. Und da muss man jetzt also nicht auch so ein riesengroßes Stativ mitnehmen, um dann die Beine ganz abzuspreizen, damit es halt eben auf den Boden kommt. Da muss dann auch der Radius außenrum einfach stimmen. Und hier brauchen wir wirklich nur ganz wenig Platz. Dieses Stativ ist natürlich auch hervorragend dafür gedacht, dass man es halt immer mit dabei haben kann, weil das Packmaß im Prinzip eigentlich ganz flach ist. Das zeige ich auch gleich nochmal. Und dieses Stativ ist ein immer mit dabei Stativ und es kann halt eben immer irgendwo aufgebaut werden, ohne dass man jetzt großartig da irgendwie jetzt Aufsehen erregt. Ne? Also folgende Szenerie irgendwo mittendrin, wo 85.000 Menschen sind, irgendwo vielleicht in irgendeinem Tourismusort oder in einem Museum, wenn man dann auch fotografieren darf überhaupt. Und da kann man das einfach dann aus der Tasche rausnehmen, kurz aufbauen, Kamera aufbauen, dann die Belichtung machen und dann einfach wieder alles kurz abbauen und einfach verstauen. Man muss also jetzt nicht mal ständig mit dem Stativ dann einfach so rumlaufen. Ich werde einfach jetzt mal hier von dem Platypod praktisch einen Abbau machen, damit Sie sehen können, wie das Ganze aufgebaut wird. Das erklärt sich natürlich jetzt durch den Abbau auch. Ich mache mal hier oben einfach jetzt den Kugelkopf ab. So. Dann legen wir das mal auf Seite. Und das ist also jetzt die Grundplatte. Das sind die Füße. Die gucken wir uns mal ganz genau an. Die haben also unten so eine kleine Gummierung. Und diese Gummierung sorgt dafür, dass hier natürlich auch ein guter Stand auf einer etwas rutschigen Fläche dann gewährleistet ist. Die haben oben so kleine Schräubchen hier. Ich weiß gar nicht genau, wie man die in der Fachsprache nennt. Also die Mechaniker können wir gerne hier unter dem YouTube-Video mal kurz eben Namen dafür hinterlassen, wie man das nennt. Das ist keine Rändelschraube, ne? Also diese Schraube, die sorgt dafür, dass natürlich dann, wenn die Höhe X eingestellt ist, hier einfach jetzt festgedreht wird und sich die Schraube jetzt von selber nicht mehr lösen kann und dann einfach das Maß nicht mehr stimmt. Jetzt habe ich hier eine sehr ja, schräge Variante aufgebaut. Die sieht natürlich dann auf geraden Boden einfach dann so aus, dass das Ganze nach vorne kippt, wenn ich dementsprechend hinten noch gegenjustiere. Aber es könnte ja zum Beispiel einfach auch sein, wenn man sich vorstellt, wenn man draußen unterwegs ist irgendwo und vielleicht sogar beim Bergsteigen, dass man dann irgendwie das Platypod auf ein Stativ, auf einem Fels abstellen möchte. Also oben drauf einfach so draufstellt. Der ist vielleicht ein bisschen gewölbt und dann wird man die Beine natürlich andersrum dann auch wiederum verschieden einstellen. Der Stativversprecher war eigentlich gar kein Versprecher, aber natürlich haben wir hier auch verschiedene Bohrungen. Hier ist eine 1/8 Zoll Innengewinde und dann hier noch ein kleines 1/4 Zoll. Wie man sehen kann, da haben wir noch einmal zweimal 1/4 Zoll. Das bedeutet, hier ist auch das Symbol drauf für Stativ. Hier kann man also die Platte natürlich auch nochmal auf dem Stativ dann eben auch draufsetzen. Wir haben bei uns im Shop das Platypod normal, das ist also eine kleinere Variante. Es ist nicht das Max, das Max steht ja für die Größe. Und bei dem Stativ, also bei dem kleinen Platypod, haben wir natürlich das Problem, wenn wir jetzt eine Kamera haben, mit einem 70-200 Zoom zum Beispiel auch, dann kippt das kleine Platypod dann einfach vielleicht irgendwann über, je nachdem, was man hier für eine Schräge eingestellt hat. Kann man damit arbeiten, aber ist halt eben nicht so hundertprozentig ausnutzbar. Und das große hier, das ist also dafür gedacht, dass wir auch hier also die großen Objektive dann drauf machen können mit der Kamera, mit dem Kugelkopf und keine Angst haben müssen, dass das dann irgendwie nach irgendeiner Seite abkippt, wenn dann irgendwie jetzt vielleicht eine Unebenheit drin ist oder wenn ich jetzt über den Winkel hinausgehe. Das nur kurz zur Erklärung dafür. Ich werde mal jetzt einfach hier den Abbau weiter vornehmen. Das sind also hier die einzelnen Schrauben und wenn die nicht gebraucht werden, dann werden die einfach hier oben eingesetzt. So. Zack, dann haben wir hier noch die dritte Schraube. Ist übrigens auch sehr stabil gebaut natürlich. Das ist ein ganz hartes Metall auch und da muss man also auch keine Angst haben. Das kriegen Sie nicht kaputt.
außer natürlich die Farbe des Panzers darüber oder so. Das ist also der Transportzustand. Hier oben kommen also die vier Füße rein, die Beine. Und jetzt sieht man noch, was ich gerade meinte. Das ist praktisch das Packmaß. Und das ist natürlich so klein, dass man also wirklich dieses Platypod als immer dabei Stativ eigentlich direkt in die Fototasche einfach hinten reinmachen kann, da wo noch irgendwo Platz ist oder auch in den Fotorucksack. Das ist also etwas, was man immer mit dabei haben kann. So sieht das Ganze aus, auch mal so kurz der Größenvergleich. Ist also wirklich schon eine ziemlich große Platte, wenn man so möchte, eine Stativplatte. Was mich daran überzeugt hat, ist, was beim kleinen Stativ, also bei den kleinen Platypod nicht so der Fall gewesen ist, ist einfach, dass ich natürlich hier durch die größere Grundfläche, also mehr Stabilität habe. Das heißt, ich kann eigentlich noch unebenere, wie nennt man das, Geländemöglichkeiten, wie auch immer, erschließen. Und ich kann hier natürlich auch einfach hingehen und mit diesem Stativ dann auch wirklich dann die großen Kameras drauf machen, mit den großen Stativen, ohne dass das jetzt irgendwie dann nach einer Seite irgendwie umkippen kann. Ganz große Klasse, muss ich sagen. Ich war, wie gesagt, sehr skeptisch generell, als wir die Platypods bei uns ins Programm genommen haben, bis ich mit dem Kleinen selber mal so ein bisschen rumgespielt habe, mit einer kleinen Systemkamera auch so, und muss sagen, also schon eine coole Geschichte für die Leute, gerade für mich, die auch jetzt nicht immer unbedingt dann, wenn sie irgendwo unterwegs sind, ein Stativ mit dabei haben möchten, weil sie das nicht schleppen wollen und oft genug halt in die Situation kommen, oh verdammt nochmal, hätte ich jetzt ein Stativ. Gerade natürlich auch, wenn man dann irgendwo ist, immer gar nicht, wo sich eine Situation ergibt, wo man gar nicht mit gerechnet hat, dass man plötzlich eine Langzeitbelichtung machen möchte oder dergleichen. Dafür ist dieses Ding also wirklich optimal. So, genug geredet. Unter dem Link ist ein Video, da könnt ihr dann draufklicken und da findet sich natürlich dann die Produktseite und da gibt es dann noch ein paar tolle Fotos. Und auf der Shop-Seite, also auf der Produktseite bei uns im Shop, gibt es vom Hersteller noch einen ganz, ganz guten Film, der es so ein bisschen viral gemacht hat, eben, also dass man da auch sehen kann, wie das dann in der freien Natur sozusagen ausprobiert wird und das Platypod in der natürlichen Umgebung sozusagen. Viel Spaß beim Gucken und beim Lesen.